Für das Video bräuchte ich jetzt eigentlich die Amira, aber Madame ist ja nicht da. Genieß noch deinen Urlaub in New York. Hi meine Lieben, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich endlich für euch das Baby-Update, nachdem so oft gefragt worden ist. Und Baby Zane ist hier auch unten, also er liegt gerade auf mir. Es könnte sein, dass er in dem Video ein bisschen mal reinbrabbelt, wie jetzt gerade. Ich versuche das Video nicht allzu lange gehen zu lassen, aber würde euch schon mal empfehlen, euch vielleicht was zum Trinken zu holen, so wie ich es gemacht habe. Und dann würde ich sagen, starten wir das Video los. In der ersten Woche zu Hause war es natürlich, ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen turbulent, weil jeder muss sich ja natürlich einfinden. Das Baby muss sich einfinden in die neue Umwelt, beziehungsweise überhaupt, dass er auf der Welt ist. Und wir mussten uns natürlich als Eltern auch erstmal eingewöhnen. Und ja, ich bin der Meinung, es hat sehr gut geklappt. Wir haben festgestellt, dass Zane gerne auf dem Bauch liegt. Also die ersten zwei Nächte im Krankenhaus lag er auf dem Rücken. Ich erinnere mich noch an den ersten Abend. Da war er sehr ruhig. Also ich konnte wirklich durchschlafen im Krankenhaus. Und in der zweiten Nacht, das war Katastrophe. Ich war jede halbe Stunde wach, weil er geweint hat. Und ja, zu Hause angekommen haben wir dann festgestellt, also Amira hat festgestellt, dass wir ihn vielleicht mal auf den Bauch legen sollten, um zu schauen, ob er da eher schläft. Ich hatte da meine Bedenken, weil plötzlich ist Kind tot und auf dem Bauch liegen ist ja immer so nicht so gut. Aber wir haben es einfach mal vorsichtig ausprobiert am Tag, weil da konnten wir ja alle hinschauen und falls was ist, alle schnell reagieren. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass er dann durchgeschlafen hat. Und von da an haben wir es auch am Abend, also in der Nacht probiert und ich hatte wirklich meine 7 Stunden Schlaf. Und so geht es bis heute immer noch beim Schlafen. Also er liegt wirklich nur auf dem Bauch. Und ja, er ist anscheinend stark genug auf dem Bauch zu liegen. Er mag es überhaupt nicht auf dem Rücken, so wie jetzt halt im dritten Monat ist immer noch so. Er liegt nicht gern auf dem Rücken. Jetzt sitzt er viel lieber, also er sitzt ziemlich eigentlich nur oder will halt getragen werden. Aber er mag das nicht, wenn man ihn hinlegt. Auf dem Bauch geht noch, aber das schaffen wir auch nur so 5 Minuten, weil er ist sehr anhänglich geworden oder ist halt ein anhängliches Baby. Man muss den oft tragen. Ihm ist es egal, wer ihn trägt. Er ist gar nicht so, dass er nur mit Mama ist oder nur mit Papa oder ja. Ihm ist es egal. Hoffentlich, Hauptsache, er wird getragen. Von wem ist ihm wurscht. Ja, genau. Und jetzt haben wir halt das Problem, eigentlich nicht das Problem, aber jetzt sitzt er halt viel lieber und wir mussten auch die Babywanne austauschen und haben halt jetzt Maxi-Cosi, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht, ob Maxi-Cosi die Marke ist oder, aber er sitzt halt in der anderen Teil da, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und es ist ja eigentlich nicht so gut im dritten Monat, aber wir können es nicht ändern. Also wenn unser Baby nicht liegen möchte, dann tun wir ihn nicht zwingen, in einer Babywanne zu liegen, wenn er es nicht will. Also geht nicht anders, sonst schreit er mir den ganzen Weg durch. Zane hat auch schon in der ersten Woche, also es ist, ich dachte, das wäre normal, ich glaube, es ist sogar schon ab der Geburt, hat er schon mit Tränen geweint. Jetzt, wo ich öfters so Baby-Updates anschaue, merke ich, dass es wahrscheinlich nicht normal ist. Meine Ärztin hat auch gesagt, das ist eigentlich nicht normal, aber er hat schon von Anfang an mit Tränen geweint. Und ziemlich stark und jetzt weint er nicht mehr allzu viel, jetzt weint er wirklich halt, wenn ihm irgendwas fehlt oder so oder wenn ich zu langsam bin, weil er ist ziemlich ungeduldig. Und ja, der weint halt schon ziemlich stark mit. Das erste Mal, wo er bewusst gelacht hat und angelächelt hat, glaube ich, war in der 4., 5. Lebenswoche. Und jetzt lacht er und brabbelt und alles, ein kunterbunter Mix ist dabei. Und ja, er ist ein sehr gesprächiges Baby. Wer mir alles auf Snapchat folgt, der weiß es. Am Anfang hat Zane nicht viel gesabbert, beziehungsweise er hat nicht gespuckt. Jetzt sind wir mittlerweile da angekommen, wo er sabbert ziemlich viel, ich glaube. Und die Ärztin und meine Tanten meinen, es könnte sein, dass er jetzt angefangen hat zu zahnen. Es ist leicht was zu sehen, aber es ist, ich glaube, es dauert trotzdem noch ein paar Monate, bis da endlich was kommt.
aber er sabbert ziemlich viel und das Spucken hat er jetzt auch angefangen. Das ist immer ganz spannend nach dem Essen. An die Brust kommt Zane alle 2 Stunden ungefähr und ja, klappt ganz gut. Die ersten 2-3 Wochen waren nicht so gut bei mir, glaube ich. Also, das heißt, glaube ich, ich habe nicht so viel Milch produziert und deswegen mussten wir ihn auch ein bisschen zufüttern. Vor allem am Abend hat er noch so eine Aptamil-Flasche bekommen. Ja, mittlerweile stille ich ihn ganz. Ich traue mich jetzt auch draußen zu stillen, aber ich habe immer trotzdem eine Thermosflasche voller mit Wasser, kochendes, also heißes Wasser dabei und natürlich Milchpulver. Aber wenn es gerade geht und wenn es gerade gut ist, wenn ich nicht gerade in der S-Bahn sitze oder so, tue ich ihn halt normal still. Aktuell trägt er jetzt die Kleidungsgröße 68 schon. Das geht mir alles viel zu schnell. Also ich verstehe es wirklich, wenn jemand sagt, genieß die Zeit mit Baby, weil die verfliegt echt. Und das merkt man jetzt extrem. Also ich habe auch letztens zu Sultan gesagt, die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich 24 Stunden habe. Ich glaube, ich habe keine 24 Stunden wie jeder andere Mensch. Aber du wachst auf und dann siehst du nur noch, wie ihr euch fertig macht und ins Bett geht dann wieder. Also ich weiß nicht, die Zeit vergeht mit einem Baby rasant. Genau, und jetzt trägt er schon Größe 68. Ich erinnere mich dran, wo er von der Windelgröße 2 auf die 3 kommen sollte. Aber ich wollte einfach nicht, dass er noch älter wird und habe mich wirklich drüber gesträubt, ihn die Windelgröße 3 zu kaufen. Aber nach vielen Desasters und Intensivreinigungen dachte ich mir, okay, jetzt ist Schluss, ich sollte wirklich die 3er-Windel kaufen. Leider habe ich aktuell keine Daten darüber, wie viel er wiegt, aber bei der U3-Untersuchung am 20.06. hat er 4760 Gramm gewogen. Unsere nächste Untersuchung ist nächste Woche. Also ich und Sultan tun schon ein bisschen so rätseln bzw. wetten, wie viel er denn wiegt. Und ich sage, er wiegt etwa um die 6 Kilo und er meint schon drüber. Also Easy ist wirklich sehr schwer geworden, also meiner Meinung nach. Und er ist echt groß geworden. Und ich habe ihn heute einfach mal so gemessen und so auf mich gelegt. Und es ist wirklich vom Kopf bis zu meinen Hüften, so lang ist er. Also er ist ein langes Baby. Und die Beine hat er wahrscheinlich auch von mir geerbt, weil er hat ziemlich lange Beine. Wir haben Probleme, in diese Hosen reinzukommen, wo gleich halt Socke ist, also so diese, wie Strumpfhose. Haben wir sehr viele Probleme, in solche Bodies reinzukommen, weil seine Beine viel zu lang sind. Oder ich kaufe falsch ein, dann sollte ich vielleicht nicht mehr bei H&M einkaufen, sondern irgendwo anders schauen, wo seine Beine auch reinpassen. Easys Lieblingsbeschäftigung, also was er sehr, sehr gerne hat, ist, wenn man ihn hochhebt und so haltet. Ich demonstriere das mal kurz, vielleicht lacht er da mal los. Das mag er sehr, sehr gerne, wenn man so mit ihm spielt. Und da kriegt er sich echt nicht mehr ein. Oder natürlich, wenn man ihn anlächelt, dann fängt er auch das Lachen an bis zum geht nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte euch das zeigen, wie schön er lächelt ist in der Vorstellung. Das hat er voll gerne. Und auch spielt er gerne mit diesem Luftballon hier, der schon ziemlich zerdattelt ist. Den hatte ich zu meinem Geburtstag bekommen. Und da schlägt er immer mit seinen Füßen dran und das macht ihm total viel Spaß. Das ist so sein Lieblingsspielzeug. Ich habe ihm ein Activity Center jetzt gekauft, aber juckt ihn nicht. Also er ist gar nicht dran interessiert. Wir haben auch gemerkt, dass Easy ziemlich Angst vor Bäumen hat. Keine Ahnung wieso, aber mir ist halt aufgefallen, dass er immer auf den Heimweg zu uns immer das Weinen anfängt. Genau wenn ich aus dem Bus steige bis zur Haustüre. Und habe das ein bisschen beobachtet und habe einfach mal hochgeschaut, wenn er angefangen hat, komisch zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das könnte an den Bäumen liegen, was ein großes Problem ist, weil wir könnten jetzt einfach nicht mit ihnen in einen Park gehen oder irgendwo, wo halt viele Bäume sind. Und das ist halt ein bisschen strange. Ja, der Papa flüstert ihm immer ein Gebet in den Ohren, bevor wir schlafen gehen. Und ja, mal sehen, ob das was daran ändert. Ich stelle gerade fest mit der Ärztin,
dass er Neurodermitis hat. Und zwar ist das ja eine Krankheit, da hat man ziemlich trockene Haut. Die ist nicht ansteckend und ist auch nicht sehr schlimm. Also es ist eine leichte Form. Und zwar hier am Auge. Deswegen ist sein Auge auch ziemlich oft rot, weil das werde ich auch oft auf Snapchat gefragt. Warum hat er denn ein rotes Auge? Nee, wir schlagen unser Kind nicht. Das liegt daran, dass er Neurodermitis hat und auf der Kopfhaut ist er auch ziemlich trocken. Müssen ihn halt viel einölen auf dem Kopf und halt haben wir noch eine Salbe gegen Neurodermitis für sein Auge. Izzy greift jetzt auch schon gezielter nach Sachen, also er trifft eigentlich immer und er zieht sich immer den Schnuller aus dem Mund, wenn er Lust hat zu brabbeln, beziehungsweise wenn er weinen möchte, dann zieht er jetzt auch schon den Schnuller aus dem Mund. Wie jetzt gerade. Beim Windelwechseln haut er mich gerne. Auch mit den Füßen strampelt er sehr, sehr gern. Und ja, was machst du noch so Wildes? Erzähl mal. Und ja, er tut auch gerne mal so dieses Mr. Burns-haftiges von den Simpsons. Also er tut halt dann damit seine Hände ziemlich viel fühlen. Und er schlägt sich auch ganz oft die Faust in den Mund. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich halt wegen der Sache, dass er Zahn. Und ja, gerne hat er auch meine Finger im Mund. Izzy ist ein ganz aktives Baby. Also er ist am Tag schon oft wach. Er hat seine Wachzeiten. Er weckt uns immer gegen 7 ist er wach. Dann stille ich ihn. Dann wird ganz viel gekuschelt noch im Bett. Dann schläft er ungefähr um 9 wieder ein. Das geht dann... Also um 9 schläft er danach wieder ein. Und dann schläft er ziemlich lange. Und zwar so bis um... 14 Uhr ungefähr, genau. Dann ist er wieder mal kurz wach, bis ungefähr 16 Uhr, schläft dann wieder ein, bis ungefähr 18 Uhr und dann ist er wach. Ist er dann wach und schläft gegen 9 Uhr, normalerweise um 21 Uhr, aber jetzt hat sich das irgendwie verschoben und schläft so ungefähr spätestens 22 Uhr ist er platt und ich mache ihn dann Bett fertig und er liegt dann im Bett bis 7 Uhr in der Früh. Also es ist ziemlich großer Luxus, dass mein Baby durchschläft und ich ausschlafe, sagen wir es so. Und ja, in der Nacht wird er auch gar nicht mehr wach. Izzy schläft auch noch in seinen Stubenwagen, aber ich bin gerade am Umzwitschen, dass er in sein Kinderbett kommt, weil er ganz oft in der Nacht gegen die Kanten schlägt, weil er krabbelt. Ich weiß nicht, was er macht, aber er liegt irgendwie dann wo ganz anders, als wo er davor lag. Oder ich höre es dann halt in der Nacht und werde natürlich wach, wenn er halt irgendwie gegen die Ecken knallt. Jetzt haben wir halt zu Kissen ausgepolstert, dass es ihm nicht wehtut. Und ja, das ist jetzt momentan der Stand. Er tut sich schon gut eigentlich robben, sagen wir es mal so. Er krabbelt noch nicht. Er zieht sich so ein bisschen mal hin und her. Oder wenn man ihn dahin legt, auf einmal liegt er wo ganz anders. Seit letzter Woche hat er sich das erste Mal gedreht. Das ist wirklich ein Highlight und ich habe mich total gefreut. Leider habe ich in dem Moment nicht hingeschaut. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er auf dem Bauch lag. Und dann drehe ich mich um, auf einmal liegt er auf dem Rücken. Und ich dachte mir so, wie hast du das gemacht? Und ja, also ganz stolz gewesen. Gleich dem Papa erzählt, wo er nach Hause gekommen ist. Ne? Aber seitdem haben wir es nicht mehr erlebt. Und mal sehen, wann er sich mal wieder dreht. Izzy befindet sich gerade... Er befindet sich gerade in einem Sprung. Und zwar ist es der Sprung der Ereignisse. Genau, ich habe mir die App Oje, ich wachse runtergeladen. Und da steht immer drin... in welcher Phase sich das Baby gerade befindet, und was es gerade durchmacht. Ich muss sagen, bei uns trifft es echt zu 100% ein. Nur ist es so, dass er meistens schon weiter ist, als dass das die App mir sagt. Also viele Sachen kann er schon, bevor er in diesen Sprung reinkommt. Und das ist natürlich super. Ich bin super stolz. ich bin super stolz. Genau, aber vergiss nicht, jedes Baby ist natürlich anders. Und ja, was denn? Was noch? Was noch? Was wollte ich noch sagen?
Genau, und letztens hat er auch auf seinen Namen gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aus Versehen war, also beziehungsweise gut Glück von mir war, aber ich habe seinen Namen gerufen und er hat sich auch... und er hat sich auch zu mir umgedreht und ich war so... Und jetzt ist er ja aktuell in diesem neuen Sprung und da steht auch drin, dass das Baby bewusst auf seinen Namen hört und das hatten wir auch schon. So, ich glaube, wir sind auch durch mit allen wichtigen Sachen. Genau, wenn ihr öfters ein Baby-Update sehen möchtet oder mich oder wissen wollt, wie gerade der Stand ist, dann schreibt es mir gerne unter die Kommentare rein. Und ich möchte gerne als nächstes ein Fragen- und Antwort-Video drehen, weil viele Fragen gestellt worden sind auf Ask.fm, genauso wie auf Snapchat über Easy und über meine Schwangerschaft. Beziehungsweise über die Geburt. Wenn euch ein Geburtsbericht interessiert, dann schreibt es mir unten unter die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare oder schreibt mir auf Snapchat. Ich notiere sie mir alle und versuche daraus ein Video danach zu machen. Wahrscheinlich werden es dann zwei Videos sein. Geburtsbericht wird dann bestimmt ein etwas länger sein. Und ein Q&A von Easy bzw. von mir in der Schwangerschaft. Das war's auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und ich sage nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an alle, die neu hier sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, ich bin jetzt total durcheinander wie nie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.